Hallo meine lieben Schützen. Monatslegung Juni 2024. Ist es nicht Wahnsinn, wie die Zeit schnell vergeht? Es ist unglaublich, oder? Meine Lieben, eure Monatslegung. Diesmal eine Neunerlegung mit den neuen Linnemore-Karten, die ihr hier nebenan seht. Und wir haben verschiedene Orakel-Kartensets mit dabei. Ihr findet alle Kartensets unten in der Infobox. Ich möchte gerne gleich losstarten hier bei euch. Ihr seid so lieb, fühlt mal rein. Es bedeutet nicht immer, dass wenn ihr damit noch nicht in Resonanz geht, mit dieser Legung, dass es diese Legung nicht für euch ist. Ja? Irgendwo ist immer vielleicht ein Stück weit Wahrheit oder, Wegweisung in den Legungen mit drin. Natürlich darf sich diese Legung für dich gut anfühlen. Wenn du sagst, ich gehe damit noch nicht in Resonanz, dann speichere sie dir bitte einfach ab und schau einfach in Bezug auf die Informationen, wie du später damit in Resonanz gehst. Und ansonsten schaust du dir gerne Mond-Venus-Aszendentzeichen an. Die sind ja teilweise auch schon raus. Also wenn ich diese Videos hochlade, sind alle Legungen dann raus. Ihr seid jetzt der letzte Step. Also sozusagen nach euch kommen noch die Löwen und dann sind alle Legungen ja draußen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich auch bei euch bedanken für alle Spenden auf PayPal, für die Likes, für die Abos, die ihr mir schenkt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Einmal für andere Menschen, die mich finden wollen, ja, damit die Videos gezeigt werden. Der Algorithmus ist eine Geschichte. Dann die Präsenz, die man hier durch das Aufrufen damit erzielt. Danke für euch, für eure Unterstützung hier für mich auf meinem Kanal. Und alle Spenden werden immer reinvestiert. Das heißt, zum Beispiel, letztens hatte ich die aufgestiegenen Meister geholt. Dann hatte ich hier oder habe ich hier die Orakelkarten Göttin des Lichts. Ja, jetzt sind schon wieder welche bestellt, die ich für euch bestellt habe. Die kommen dann in der nächsten Legung, müssten sie kommen, oder in der übernächsten, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie Amazon liefert. Und hier natürlich auch das Linnemore-Karten-Set, da habe ich zwei bestellt für euch. Eins ist hier, das andere habe ich, wie gesagt, draußen. Das kommt auf jeden Fall in die neue Legung, damit auch ihr immer wieder neue Impulse habt und ich für das Kollektiv immer mal wieder, weil es ja immer doch mal ein anderes ist, euch entsprechend mit verschiedenen Karten unterstützen kann. Okay? So, meine Lieben. Ansonsten, wenn ihr Unterstützung braucht, jederzeit könnt ihr mich kontaktieren. Ihr könnt euch Kartenlegungen buchen, also Readings, Coachings, verschiedene Zeitfrequenzen in Live oder aber auch telefonisch. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ich habe euch eine spezielle Linnemore-Kartenlegung, großes Blatt habe ich euch avisiert bzw. erstellt. Ich habe für euch, was haben wir noch, was Neues? Genau, Kartenlegung, eine Tarotlegung mit einer Rekelheilbehandlung. Also wer da Fragen zu hat, kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich schicke euch dann alle Informationen zu und ich erkläre euch auch gerne alles, um was es geht. Also ich unterstütze sehr, sehr gerne Menschen, die sich weiterentwickeln möchten, die sehr, sehr gerne an sich arbeiten wollen. Okay? So, meine Lieben. Boah, mega. Also für den Juni, meine lieben Schützen, haben wir das Thema Frei sein. Folge deinem eigenen Weg. Ich sag ja, es ist unfassbar, was hier heute schon wieder ins Feld kommt. Du wirst alles daran tun, um frei zu sein, dich frei zu fühlen. Das kann bedeuten, dass du Single bist. Das kann bedeuten, dass du in einer Beziehung bist, wo du das Geben und Nehmen im Einklang hast. Das kann sein, dass du frei arbeitest, von überall aus. Das kann sein, dass du selbstständig bist. Das kann so viele Facetten haben. Egal was es ist, hier ist ein Fokus im Juni auf jeden Fall auf das Freisein und dass du deinen eigenen Weg folgen möchtest, bitte. So, wir schauen uns das Ganze aus der astrologischen Sicht mal an. Was haben wir hier für astrologische Aspekte, bitte, für den Schützen? Für Juni 2024. Um was geht es hier bitte? Und für alle, die neu sind, nochmal, alles was hier schnarcht, kreucht und fleucht im Hintergrund, ist mein Boxermädchen. Die hat gerade getrunken im vorherigen Video und jetzt schnarcht sie.
Sie ist umgefallen vor Müdigkeit. Das Schlabbern und Trinken von Wasser war ihr jetzt zu anstrengend. Und wir haben jetzt auch Mittagszeit. Das bedeutet, sie muss jetzt ihr Nachmittagshai machen oder ihr Mittagsschläfchen. Nehmt, wie ihr es wollt. Wow, wir haben hier das Thema Jungfrau, Zwillinge, Merkur-Energie, Kommunikation, Verstand, Vermittler, kommuniziere klar. Ja, mein Herrscherplanet Merkur lässt mich Zwilling wieder mal stocken. Ja? ich bin schon wieder schneller am Denken wie im Sprechen, lieber Schütze. Also ihr merkt schon, ne? Also kommuniziere klar, das ist wichtig, Verstand einschalten, Vermittler sein. Also hier geht es wirklich ganz klar, um dich auszudrücken, was möchtest du wirklich im Juni, wie möchtest du dein Freisein wirklich leben. Was ist dir wichtig, um deinen eigenen Weg zu gehen? Ja, so. Unterstützt wirst du von den aufgestiegenen Meistern. Und da schauen wir, welcher es sein darf. Welcher aufgestiegene Meister ist bei den Schützen im Juni 2024 dabei? Shiva. Karma loslassen, ablösen wollte ich sagen. Karma loslassen, Zyklus beenden. Leute, es könnte für einige sein, dass ihr aufgrund eures Freiseins, woher auch das kommen mag, das werden wir gleich sehen, dass hier etwas losgelassen wird. Etwas Altes, ein alter Zyklus wird beendet. Es wird eine Schuld beglichen. Und du darfst dein Schicksal wählen. Frei zu sein. Frei zu kommunizieren. Frei zu kommunizieren. Sie sagen gerade in einem Land vor unserer Zeit. Was bedeutet das? Dass wir hier eine Veränderung durchleben, wo nicht immer frei kommuniziert werden darf. In einem Land vor unserer Zeit. Da haben jetzt ganz viele die Dinosaurier, ne? Das war ein ganz toller Kinderfilm. In einem Land vor unserer Zeit, wo alles anders war, wie es jetzt ist, ja, wo man frei sein kann. Wow, das sind ganz krasse Hinweise hier. Also du wirst, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass du hier die Koffer packst und aus dem Land, wo du auch immer verweilst, von wo auch du guckst, rausgehst, weil etwas nicht mehr so ist, wie du es wolltest, etwas beendest, ein Zyklus wird beendet und du wirst neue Wege gehen. Wir schauen mal, welche Göttin des Lichts begleitet dich in diesem wundervollen Freiseinsprozess? Oya, okay. Die Göttin Oya. Ich lasse alle negativen Emotionen los. Also die Göttin Oya, die wird dich begleiten. Also das heißt, alles, was dir nicht mehr dienlich war, was dein Freisein verhindert hat, wirst du jetzt durch Shiva in die Vollendung bringen, durch auch natürlich dein eigenes persönliches Handeln, ja, wirst du hier das in die Vollendung bringen, du wirst einen neuen Zyklus beginnen, du wirst etwas Neues erleben. Wir gucken uns jetzt hier bei dir, lieber Schütze, dein aktuelles Thema an für den Juni. Nein, das war zu viel. Nur, jo. Frei sein, Kraft. Im Freisein bekommst du die Kraft, die du leben möchtest. Der Bär steht für Kraft, steht für Vaterthema. Etwas beenden. Ein Vaterthema beenden. Du kommst in die Kraft oder wir haben es mit einem Seelenpartner zu tun. Der Bär kann auch für einen Arbeitgeber stehen. Frei sein, selbstständiges Arbeiten. Du möchtest kein Muss mehr, sagen sie. Du möchtest nur noch ein Kann, Fühlen. Sie sagen, wer bin ich? Und das möchtest du ergründen. Die Herausforderung und Schwierigkeit in der Vergangenheit. Was war denn das? Da haben wir zwei Karten. In der Vergangenheit hast du dich immer zurückgezogen, weil entweder jemand oder etwas an dir genagt hat. Das kann
was ich gerade erklärt habe, die Bedeutung vom Bärensein, muss es aber nicht. Ja? Aber es ist das, was den Ursprung darstellt. Beispiel, hat ein Vater dich dominiert? Es ist das Thema, dass du nicht frei sein konntest, dass du jetzt hier einen Prozess beendet hast. Du hast dich von etwas gelöst. Kann auch sein, dass du in einer toxischen Beziehung bist und dass du dich davon befreist und du das in der Vergangenheit schon immer wieder getan hast oder versucht hast, dieses Zurückziehen von dem, was an dir nagt. Eine sehr emotionale Lesung im Übrigen, ja. Sehr dynamisch, schmerzhaft, aber auch teilweise für einige verletzend, ja, was sie hier erlebt haben. Auch dieses mit Merkur, sagen, ich will das so nicht mehr. Ich möchte das nicht. Ja, ist wichtig, aber auch zu sagen, was möchtest du denn? Ja, Karma loslassen. Zyklus beenden. Begleichen von Schuld. Also nicht nur einer ist schuld. Schuld ist eine Erfindung von Menschen. Es ist nur eine Begrifflichkeit. Ja? Das heißt, also Schuld kann finanzielle Schulden sein, Bringeschulden sein, Schuld in Bezug auf, du schuldest mir noch ein Gespräch, noch eine Erklärung, warum ist das so und so passiert. Ja? Das kann das hier alles sein. Wie äußert sich die Herausforderung in der Situation momentan? Wie äußert sich die Herausforderung in der momentanen Situation? Also was macht die Vergangenheit mit dir? Intuition, Mond, Angst, Gefühle. Ja, auch Angst, wirklich frei zu sein, wenn man sehr lange im goldenen Käfig gesessen hat. Was können andere dazu sagen? Nervosität, Unruhe. Ich habe Angst vor dem, was man, wie man über mich redet, was man sagt, die Entscheidung, die ich treffe, weil sie für mich gut ist, ja, weil ich immer funktioniert habe, ich immer klein gehalten worden bin. Auch das kann hier ein möglicher Aspekt sein. Und wir gucken uns jetzt den Aspekt aber wirklich mal an. Welcher Aspekt oder welchen Aspekt darfst du hier beachten? Was ist hier zu beachten? Welcher Aspekt? Kommunikation, ist das, was ich sage. Also ich habe das Gefühl, dass hier ein Gespräch noch stattfinden darf, um dass man hier etwas Altes wirklich in die Vollendung bringen kann, weil wir haben hier die Kommunikation und Merkur. Und beides ist Kommunikation, um hier einen Zyklus beenden zu können, um dann frei zu sein, frei zu werden. Also hier ist irgendetwas, was du entweder mit einem Vater, einem Arbeitgeber, einem Partner, einen Seelenpartner regeln darfst, um damit du hier wieder in deine eigene Kraft kommst. Woher kommt das heutige aktuelle Thema? Woher kommt das heute aktuelle Thema? Es gibt einige, die unheimlich gerne Kaffee trinken. Ich kriege gerade Kaffee. Kaffee. Ich hätte Kaffeedurst. Ich möchte jetzt gerne eine Tasse Kaffee trinken. Woher kommt denn das? Wer von euch trinkt gerne Kaffee? Interessant. Ihr seid richtig Kaffeegenießer. Leute, wer geht dann in der Speicherstadt einkaufen in Hamburg und kauft sich leckeren Speicherstadtkaffee? Was ist denn hier los? Interessant, was auch immer diese Botschaft bedeutet, ja? Also, woher kommt das heutige aktuelle Thema? Woher kommt das? Es kommt in Bezug dessen, aufgrund dessen, dass du eine Entscheidung im Juni treffen wirst, um in deine Kraft zu kommen, um endlich die Dinge anzugehen, um wieder frei zu werden, um Altes loszulassen, Karma loslassen, Zyklus beenden. Das ist eine Entscheidung. This way, that way. Ja? Also es geht hier wirklich darum, wo willst du hin? Und das ist das, was dieses Thema hier, was auch immer bei dir der Bär darstellt, warum das nochmal kommt. Die Entscheidung, zu dem hier etwas zu klären. So, wie wird sich diese Situation entwickeln? Wie wird sich diese Situation entwickeln? Das war ganz klar. Wow. Loyalität, Treue, bei dir selber da sein oder zu dir selber stehen, bei dir selber sein, wollte ich sagen.
Genau, und auch hier wieder die Göttin des Lichts Oya möchte ich nochmal lesen. Ich lasse alle negativen Emotionen los. Bedeutet auch für dich, ich bin mir selber treu, ich bin selber loyal zu mir selbst, aber auch zu dieser Situation. Denn alles, was Negatives in dein Leben gekommen ist, lieber Schütze, hatte immer einen Grund. Das Universum meint es nie schlecht mit uns. Es sind deine Seelenvereinbarungen. So, und hier guckt mal. Hier haben wir ein Gegenüber. Für einige wird es wirklich der Seelenpartner sein. Für andere symbolisiert dieser Mensch aber auch das Vaterthema oder eine männliche Person, die sehr, sehr stark ist. Ja? Und ich möchte jetzt gerne für euch wissen, warum beeinflusst die vergangene Situation das aktuelle Thema. Hast du dich zurückgezogen, weil diese Situation an dir genagt hat und weil es dich deine Kraft gekostet hat? Was habe ich denn eben gerade gesagt? Wir haben hier den Karma, das Karma loslassen. Ein Zyklus wird beendet. Das ist Karma, Leute. Das ist ein karmischer Prozess, der hier in euer Feld kommt im Juni. Was die aktuelle Situation dich anschauen lässt. Also dieses aktuelle Thema heißt, die Schöpfung möchte, dass du hier in Kommunikation gehst mit einer starken Person oder mit einer Situation, die dich belastet, die in der Vergangenheit an dir genagt hat, damit du in die Klärung kommst, damit du loslassen kannst. Wie sind denn die aktuellen Chancen und Möglichkeiten hier für dich? Die Fische stehen für Gefühle, aber auch für die Finanzen. Ich sehe eher das Gefühlsleben hier. Ja? Die Chance und die Möglichkeiten, mal seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, mal endlich zu sagen, was du fühlst, was du denkst, alles wirklich mal hochkommen zu lassen, um damit du das dann gehen lassen kannst. Wir haben hier klare Kommunikation. Ja? Gefühle sind auch eine Art der Kommunikation. So, Hinweise, wie diese Herausforderung am besten bewältigt werden kann. Der Hinweis, um diese Herausforderung zu bewältigen, ist, indem man bereit ist für ein langsames, stetiges Wachstum für sich selber mit einer Person oder aber auch diesen Prozess in die Heilung zu bringen, damit man frei sein kann. Seinem eigenen Weg folgt. Und der Baum ist ein sehr, sehr langer Prozess, ein Wachstumsprozess. Dieser Baum hat hunderte von Jahren bestimmt gebraucht, um so groß zu werden. Das heißt nicht, dass du jetzt mehrere Inkarnationen brauchst, sondern es bedeutet halt einfach, dass du dir A, die Bereitschaft geben darfst, ich bin bereit, in die Heilung zu gehen, ich bin bereit, hier mir mit dieser Situation, die an mir genagt hat und die mich in den Rückzug bewogen hat, das mal auszusprechen und zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, in die Heilung zu gehen, um Karma loszulassen, um einen alten Zyklus zu beenden, um wieder in meine Kraft zu kommen. Und ich treffe die Entscheidung, mein Gefühl, meiner Intuition loyal zur Seite zu stehen, also auch zu sagen, ja, ich fühle so, dass ich zum Beispiel verletzt bin. Ich fühle, dass ich Angst habe. Ich fühle meine Gefühle. Das ist gut, wenn du fühlst. Weil wenn du nicht fühlen würdest, wärst du zum Beispiel in Richtung Depression. Wie viele depressive Menschen fühlen nicht? Oder, also ich kann es deswegen sagen, weil mein Freund, der damals umgebracht worden ist, der hatte Depressionen. Und der hat immer gesagt, ich fühle nicht mehr, ich fühle keine Freude mehr. Und du fühlst hier aber, und das ist gut, dass du dich entscheidest für das Fühlen, ob es die Ängste sind, die Intuition ist. Der Mond ist die weibliche Urkraft, deine weibliche Seite fühlen und selber zu dir stehen und sagen, ja, ich werde wieder bei mir ankommen.
loyal mit Loyalität und Treue zu mir selbst, zu meinen Gefühlen stehen. Mega, Leute. Und die Hauptenergie im Juni ist die Veränderung. Boah, das ist echt mega, Leute. Echt. Ich ziehe euch jetzt hier noch Engelkarten. Ein Zyklus, ja, wird beendet. Eine Liebesbeziehung. Liebesbeziehung bedeutet entweder, ihr habt ja gesehen, ich hatte vorhin euren Partner hier, einen männlichen Gegenüber. Du stehst mit dieser Person in irgendeiner Art Liebesbeziehung, sei es Partnerschaft oder aber die Liebe zum Vater oder auch vielleicht das Verliebtsein zum Arbeitgeber. Ja, das ist das, was ich hier sehe. Es ist eine Beziehung, wo Gefühle mit im Spiel sind und deswegen darf eine Entscheidung getroffen werden. So. Ich habe jetzt hier noch das Taschenorakel der Hexen. Nicht der richtige Zeitpunkt für eine Liebesbeziehung. Hier ist erstmal wichtig, dass du dich selber klärst. Ja? Wenn es hier zum Beispiel um deinen Partner geht, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um hier mit ihm in eine Liebesbeziehung zu gehen, weil du selber ein Thema hast. Dein Thema ist hier dieses Fühlen, frei zu sein. Das Kommunizieren, dass man in einer Beziehung sein kann. Ja, und trotzdem aber die Freiheit leben kann. Heißt nicht, dass jeder hier wild durch die Hecke, ne? Punkt, 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 sondern dass man trotzdem sagt, also kann man ja machen, dass jeder seine eigene Wohnung hat, man sich aber trotzdem treu ist als Bedingung und sich dann, weiß ich nicht, zweimal die Woche sieht und jeder trotz alledem seinen Prozess erstmal geht, damit man das Gefühl hat, seinen eigenen Weg gehen zu können, frei zu sein, klar zu kommunizieren, ja, und damit man das, was hier passiert ist, auch erstmal verarbeiten kann. Ne? Ich sage immer, alles, was zu einem gehört, bleibt auch bei einem. Alles, was nicht mehr zu einem gehört, wird gehen. Egal in welcher Konstellation, egal in welcher Art und Weise. Ja? Und es ist nicht die richtige Beziehung oder beziehungsweise anders. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Liebesbeziehung. So, ich muss mich nochmal korrigieren. Ja? So, ich möchte aber gerne nochmal was gründen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Genau, manchmal ist der Weg oder die Entscheidung richtig, doch das Timing passt gerade nicht. Und das könnte das zum Beispiel sein, dass einer von euch sagt, ich möchte aber gerne und der andere sagt, aber ich möchte frei sein. Ja, dass du zum Beispiel Schütze sagst, ich möchte keine Beziehung in Liebe, sondern ich freue mich, wenn ich zu dir kommen kann, ich möchte mich gerne zurückziehen, ist es etwas passiert, wo ich erstmal bei mir ankommen muss. Vielleicht ist es auch eine Dreierkonstellation, ja, wo du sagst, ich muss erstmal hier die eine Sache beenden und möchte mich nicht gleich in eine nächste Liebesbeziehung stürzen, ja? Du brauchst deine Träume nicht zu vergraben. Du musst nur etwas warten oder weiter an ihnen arbeiten, bis die Sterne gut stehen. Und das ist genau das. Gebe dir selber bitte ein Stück weit Zeit. Vielleicht wird aus dieser Geschichte wieder eine Liebesbeziehung, vielleicht wird überhaupt eine Liebesbeziehung draus oder aber auch die Beziehung zum Vater wird hier wieder lichtvoller werden, heilen, ja, hier Heilung der Gefühle ist auch ein karmischer Prozess, ja. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Liebe. Ich freue mich, wenn ihr damit in Resonanz gehen konntet. Danke für eure Unterstützung. Ich wünsche euch einen zauberhaften Juni und wer Hilfe braucht, scheut euch nicht, ja. Haut in die Tasten. Ich freue mich, wenn ich euch unterstützen kann. In diesem Sinne, mach's gut, Schütze.